Willkommen zurück hier bei HokoLive. Und zwar, wenn ihr das jetzt heute da guckt, wo es rauskommt, habe ich das vor 14 Stunden aufgenommen. Tatsächlich. Ich war also wirklich ganz, ganz knapp dran gerade mit der Aufnahme. Deswegen erwartet nicht zu viel heute. Wir werden das Angeln jetzt gleich weitermachen. Das ist schon mal sinnvoll. Wir haben die Angel eh noch ausgerüstet. So war das. Und wir müssen auf jeden Fall noch die Fische hier angeln im Fluss. Das ist wichtig. Und dann sehen wir mal. Ups. Das war die Laufentaste, genau. Ich wollte gerade rollen. Ich habe gerade irgendwie an Zelda gedacht. Ich weiß nicht warum. So. Und ich habe gehört oder gelesen... Moment, ich habe gelesen, dass das ein einziger Entwickler ist. Ein einziger Entwickler, der das alles hier gemacht hat. Muss man schon mal überlegen, wie viele Leute an Animal Crossing arbeiten. Und hier sitzt einfach nur ein Entwickler, der hat dieses Spiel gemacht. Also zumindest laut den Patch Notes. Und der hat so einen Devlog gemacht. Da habe ich mal reingelesen. Über die Zukunft von HokoLive. Vielleicht hat er nicht viel darüber erzählt, was in der Zukunft denn so kommt. Nur, dass die Sachen jetzt alle geplant sind, die kommen sollen. Und dass man quasi, dass sie schon quasi Bescheid wissen, was jetzt wann fertig sein wird, intern. Aber für uns gibt es da keine Infos, für uns treuen HokoLive-Spieler. Tja. Wir sind im Dunkeln, wir tapseln im Dunkeln und wissen nicht, was kommen wird. Ah, ich bin nicht mal der größte HokoLive-Spieler, glaube ich. Ich glaube, es gibt hier noch andere. Aber es gibt eine kleine Änderung für euch da draußen. Bis jetzt habt ihr unten hier immer gelesen. HokoLive, bla bla bla, aufgenommen auf Twitch und kommt da auch mal vorbei auf Twitch und sowas. Ich habe mich dazu entschlossen, das ein bisschen zu ändern. Zu ändern in der Hinsicht, dass ich jetzt Sachen für YouTube aufnehme. Nur für YouTube. Wir setzen mich dann hier hin und streamen das auch gar nicht. Weil es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, immer wieder zu streamen und am Ende, weil so Spiele wie HokoLive, das guckt halt keiner auf Twitch. So, das interessiert keinen auf Twitch. Auf Twitch interessiert die Menschen Fortnite, League of Legends, Hunt Showdown und so Sachen und Apex Legends und was weiß ich nicht alles. Ne, ihr wisst das ja selber. Ihr wisst ja selbst, warum die Leute auf Twitch gehen. Oder halt eben Speedrunner. Wobei ich ja schon lange überlegt habe, ob ich mal einfach so Sachen speedrunnen soll, aber ich glaube, da fehlt mir einfach das Skill zu. Ich bin da einfach zu alt für schon. Ich krieg das jetzt nicht mehr hin, glaube ich. Aber vielleicht versuchen wir es irgendwann mal mit irgendeinem Spiel. Muss ja nicht Rekorde jagen, ne? Es reicht ja schon, wenn ich sehr schnell bin durch das Spiel. Das wäre ja schon sehr cool, um das zu zeigen. Vielleicht kann man auch einfach so ein bisschen über Speedruns reden an sich. Weil ich natürlich auch mal sehr schön finde. Vielleicht können wir auch einfach mal auf einen Speedrun reacten und analysieren und schauen und tun und machen. Wobei, da gibt es ja auch immer Summer Games Done Quick, oder Awesome Games Done Quick, wo das auch immer sehr, sehr schön aufgelistet oder erzählt wird, wie dieser Speedrun funktioniert und sowas vom Runner oder von Leuten dabei sitzend, die den Run kennen und die ganzen Tricks kennen. Vielleicht würde ich da gar nicht so viel dazugeben, wenn ich das selber auch machen würde. Aber ich bin zum Beispiel sehr, sehr stark immer bei Wind Waker gerade am Schauen tatsächlich. Wind Waker HD sind die Speedruns gerade, genau. Da schaue ich gerade sehr viel. Es gibt auch jetzt gerade einen Entwickler, also einen Mod-Entwickler von Wind Waker. Der macht gerade Ocarina of Time in der Wind Waker Engine, was sehr krass ist. Ich glaube, es hieß Winds of Time, der Mod. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr da mal nachschauen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Ich hoffe nur, dass Big N, also Nintendo, da jetzt nicht irgendwie ein Cease and Desist Letter an dich schickt, damit die aufhören müssen mit den, mit der Entwicklung. Nintendo ist da ja immer so ein bisschen besonders. Nintendo ist da ja immer ein bisschen besonders. Nee, und ich dachte mir halt einfach, wenn ich jetzt nicht alles livestreame, haben wir halt den Vorteil. Derzeit ist es ja so, ich lade halt alles hoch, ne? Ich lade halt alles hoch, was ich so aufnehme. Und der Vorteil ist, wenn wir das jetzt nicht mehr machen, also was ich streame, lade ich alles hoch. Wenn wir das jetzt nicht mehr machen, dann haben wir den großen, großen Vorteil, dass ich mir auch zum Beispiel mal die Zeit nehmen kann,
einfach Hoco Live zu spielen. Einfach ohne Aufnahme, ohne alles. Und einfach mal ein bisschen zu schauen, dass ich hier so Sachen wie den Fischwettbewerb, den Angelwettbewerb und so mache. Ich will mal gucken. Aber warte mal, ist das schon vorbei? Nee, hier unten ist das, ne? Kann man hier vielleicht schon mal gucken, wie weit man ist, wie viele Punkte man hat? Oh mein Gott, wir sind auf Platz 3 gerade noch. OMG. Und wir haben uns echt Mühe gegeben. Wir haben eigentlich die ganze Zeit gearbeitet daran. Na, mal sehen, ob wir das noch schaffen. Wir haben noch bis 20 Uhr Zeit, habe ich gerade gesehen. Also ein bisschen Zeit ist noch. Könnten wir hinkriegen. Wenn die Zahlen jetzt gleich bleiben und man dann einfach auf Platz 1 kommen kann, wäre das super. Aber ich nehme an, die anderen Zahlen werden dann auch steigen. Wir müssen uns jetzt wirklich mehr Mühe geben hier beim Angeln, sonst wird das nichts. Aber ich kann halt auch nicht viel anders tun, als das, was ich mache. Nee. Ich kann die Angel hinwerfen und dann hoffen, dass der Fisch irgendwann mal kommt. So wie er jetzt zum Beispiel nicht kommt. So wie er mich jetzt einfach ignoriert. Ist natürlich schade, wenn das passiert, aber ich kann es halt auch nicht ändern, wenn er das macht. So. Ist halt schon ein bisschen buggy alles mit den Fischen. So, jetzt ist der Fisch weg. Tja, da weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Na komm schon. Irgendwo muss doch hier ein Fisch sein. So schwer kann es doch nicht sein. Nee, aber es ist auf jeden Fall, denke ich, für euch da draußen auf YouTube deutlich angenehmer, wenn wir jetzt nicht alles sehen von Hoco Live zum Beispiel. Also ihr sagt natürlich, wir wollen das jetzt alles sehen, aber ich glaube, es ist cooler, wenn ich mich auf die wirklich interessanten Sachen begrenzen kann. Und dann könnte ich auch zum Beispiel einfach zocken und wenn was Interessantes passiert, kann ich die Aufnahme starten und dann können wir so ein bisschen zusammengeschnitten das alles machen. Es gibt bestimmt Spiele, wo sich das lohnt, alles zu zeigen. Zum Beispiel Story-Spiele, Zelda. Zelda zum Beispiel, ein typisches Beispiel für ein Spiel, wo ich immer noch ein ganz mal klassisches Let's Play mache. Aber ich möchte euch da draußen einfach auch mehr bieten, als einfach nur Let's Plays, als einfach nur stumpf das Spiel zu spielen. Für einige Leute ist das vielleicht ganz cool und manche Leute mögen vielleicht meine Stimme und haben dann einfach Lust, mir zuzuhören. Da gibt es bestimmt auch Leute, aber das Ding ist, die habt ihr ja trotzdem, auch wenn ich jetzt anfange, Zusammenschnitte zu machen aus den interessanten Punkten im Spiel. Und so ein Spiel wie Hoco Live, das war am Anfang sehr, sehr interessant, aber es wurde dann halt wirklich langsamer und langsamer und gemütlicher und gemütlicher und es passiert halt wirklich nichts mehr jetzt eigentlich. Es passiert nicht mehr viel. Wir sind so an den Punkt gekommen, wo gerade wirklich, wo ich viel, viel spielen muss, damit noch was passiert. Und ich denke mal, ist gar nicht so schlecht die Idee, oder? Es gibt dann zum Beispiel auch so ein paar andere Spiele, RimWorld zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch so ein Spiel, wo die Leute nicht so wirklich Bock drauf haben, zuzugucken. Auch aus dem Grund, dass man halt lange nichts sieht. Es passiert halt nicht viel. So, und wenn ich das zusammenschneide und immer dann, wenn was passiert oder wenn ich was Neues fertig habe, ein bisschen darüber laber, was wir gerade gebaut haben und so weiter, statt dass wir jetzt immer den Leuten zugucken müssen, wie sie alles abbauen und so weiter. Ich glaube, das könnte schon interessant sein. Es gibt natürlich noch andere Spiele, die mir dann einfallen. Humankind zum Beispiel wäre auch so ein Beispiel gewesen, wo man nicht alles sehen muss. Wobei Humankind gefällt mir auch tatsächlich gar nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das jetzt noch eine zweite Runde gespielt, privat. Ich finde es gar nicht so gut. Ich finde Civ doch deutlich besser, muss ich sagen. Aber das ist natürlich, da unterscheiden sich natürlich am Ende die Meinungen. Ich habe mich sehr auf Humankind gefreut, bin daher auch echt enttäuscht von dem Spiel. Kann ich nicht anders sagen, ist leider so. Ich habe die Uhrzeit jetzt gerade gar nicht gesehen im Spiel. Die Ladezeiten sind deutlich länger geworden im Spiel. Aber deutlich. 15.20 Uhr war noch ein bisschen Zeit. Also das sollte er noch jeden mal fixen, der Entwickler. Das ist so nicht ganz gut. Und ich weiß auch, dass bestimmt einige regelmäßige Zuschauer auf Twitch traurig darüber sein werden, dass ich jetzt nicht mehr so viel auf Twitch dann streamen werde. Logischerweise, weil ich auf Twitch dann eher Spiele, die Sinn machen auf Twitch. Planet Zoo zum Beispiel, das ist ein Spiel, was jetzt wiederkommt auf Twitch. Ich konzentriere mich auf das, was bisher bei mir auf Twitch gut funktioniert hat. Auf das konzentriere ich mich mehr auf Twitch. Und ich nehme die Sachen von Planet Zoo auch auf, das werden ganze Streams. Und ich versuche das jetzt auch endlich mal einzurichten mit diesen Doppelstreams, dass ich auf Twitch und auf YouTube streamer. Also wenn ihr jetzt gerade auf YouTube zuschaut, bald gibt es vielleicht von mir auf YouTube auch Streams und ich hoffe, euch da auch sehen zu können. Ne? Das wird dann alles quasi gleichzeitig live auf Twitch und YouTube. Da bin ich gerade dran, das alles so umzusetzen. Und genau, dann wird es ein paar
interessante Streams geben, wie gesagt zum Beispiel Planet Zoo, dann sind die natürlich direkt als YouTube-Video da, natürlich nur in der Stream-Qualität. Nichts Besseres als das, also 6Mbit, also wird nicht so krass aussehen. Aber ich denke schon, dass das ganz nett ist für die Leute auf YouTube. Wenn man was zum Einschlafen braucht, macht man sich aber so einen vierstündigen Planet Zoo-Stream an. Und ich glaube, das wird auch einige Leute freuen, die mich auf Twitch verfolgen, weil ich habe auch gesehen, dass Leute mich entfolgen und sowas. Ich muss mir auch ein bisschen Gedanken darüber machen, wie möchte ich jetzt weiter auf Twitch existieren, wie möchte ich weiter auf YouTube existieren. Das muss ja auch irgendwie alles einen Sinn machen. Ne? Ich sage auch immer, wenn mir mindestens eine Person zuschaut, hat sich das gelohnt. Auf Twitch ist halt manchmal so, es schaut mir wirklich keine einzige Person zu. So, und ja, dann zocke ich halt einfach nur und nehme auf. Weil dann kann ich auch nur aufnehmen. Und den Leuten auf Twitch lieber was bieten, was sie sehen wollen. Und ich weiß, dass die Leute auf Twitch Sea of Thieves sehen wollen. Da habe ich ab und zu Zuschauer und Planet Zoo. Das sind so zwei Spiele, die ich gefunden habe. Da sind die Leute auf jeden Fall dabei. Da haben die Bock drauf. Und die Sachen werde ich dann, glaube ich, eher streamen. Und alles andere, wie gesagt, dann in produzierten Videos aufnehmen. Der Vorteil, wie gesagt, ich schneide unter Umständen auch einfach mal ein paar Videos und sowas. Ich überlege mir jetzt auch auf YouTube noch ein paar andere Arten von Videos zu machen. Ich überlege darüber nach, Hilfe-Videos zu machen für HokoLive zum Beispiel und sowas, dass ich den Leuten einfach mal ein bisschen Informationen gebe zum Spiel, die ich herausgefunden habe über die Zeit. Das gleiche mit Sunhaven, ne? Dass ich ein paar Videos über Modding mache, wie man Mods erstellt und so weiter. So ein bisschen Knowledge weitergeben. Ich bin ja gerade da dran, die Mod-API zu entwickeln. Da wird auch noch ein Video kommen zur Sunhaven Translator Mod. Wird auch noch ein Video kommen. Die Mod wird dann aber über die Mod-API entwickelt sein in Zukunft. Und da werde ich dann auch, wie gesagt, alles dazu weiteres sagen in einem mehrsprachigen Video vermutlich. Da muss ich mich dann quasi innerlich umstellen, flüssiges und sauberes Englisch zu sprechen. Das wird lustig. That's gonna be fun. But I think I can do that. So. Also es wird natürlich dann ein mehrsprachiges Video, weil natürlich auch nicht nur deutsche Menschen Modding betreiben. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe sehr, sehr viel am Wochenende jetzt gearbeitet an der Mod-API. Ich werde auch morgen den ganzen Tag, also jetzt, wo ihr das Video seht, den heutigen Tag von diesem Video, wo ihr das jetzt gerade seht, der heutige Tag, da werde ich jetzt wieder hier sitzen und an der Mod-API arbeiten, während ihr vielleicht hier gerade HokoLive schaut. Und ich bin gespannt, wie sich das so entwickeln wird. Ich habe schon sehr viele gute Fortschritte gemacht, Sachen, die ich vorher für nicht möglich gehalten habe, sind jetzt möglich. Für Leute, die sich mit Programmieren auskennen, in jedem Spiel gibt es ja, also in jeder Klasse gibt es Felder. Felder sind quasi Variablen, die einer Instanz einer Klasse, also einem Objekt zugeordnet werden. Daten quasi eines Objekts in einem Spiel, zum Beispiel der Fisch, die Größe des Fisches zum Beispiel oder was für eine Art von Fisch es ist und so weiter. Und andere Modding-Lösungen wie Harmony oder ich weiß gar nicht, es gibt glaube ich noch was anderes, was wie die Mod-API ist, was auch Monozyzil nutzt. Die können halt diese Felder nicht wirklich überschreiben. Die können vielleicht die Standardfeldwerte überschreiben, aber die können halt zum Beispiel nicht machen, dass das Feld zu einer Eigenschaft wird. Und eine Eigenschaft hat diesen, die tolle Eigenschaft hat die Eigenschaft, dass man quasi Code reinschreiben kann, in dem Moment, wenn jemand diese Eigenschaft abruft. Man kann dann sagen, führe Code aus und überlege dir, was du zurückgibst. Quasi. Statt nur, dass das einen Wert erhält, kannst du sagen, wenn XY, dann gib das zurück und wenn das, dann gib das andere zurück. Vorteil von sowas ist, meine Translation Mod, die Sunhaven, funktioniert genau auf diesem Konzept. Alle Textfelder in einem Spiel haben natürlich irgendwo die Variable gespeichert Text. Und jedes Mal, wenn irgendein Code den Text neu setzt, schreibe ich Code in dieses Ding rein, dass der guckt, ob ich eine Übersetzung habe. Und wenn er eine Übersetzung hat, ersetzt er diesen Text, der gesetzt wurde, durch den übersetzten Text. Und so einfach kann man dann einen Translation Mod machen für ein Spiel. Wenn ein Spiel nicht übersetzt ist, dann kann man so wirklich ganz, ganz easy mit einem ganz, 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 ganz kleinen Mod am Programmcode kann man das ganze Spiel übersetzen. Richtig mächtig, oder? Das ist so eine Sache, die kann keins von diesen Modding-Dingern. Und das habe ich jetzt tatsächlich funktionierend umgesetzt. Es funktioniert tatsächlich. Es ist krass. Ich bin da selbst sehr erstaunt drüber. Ich hätte nicht gedacht, dass das so problemlos funktioniert. Ich bin jetzt gerade dran, das alles so ein bisschen benutzerfreundlicher zu machen, auch für die Leute, die Mods anwenden wollen. Es ist halt nur Command Line erstmal, also das heißt, so ein schwarzes Fenster mit Text kommt. Und da könnt ihr auswählen, was ihr machen wollt und sowas. Das ist kein großes UI, also kein großes Fenster, was sich öffnet, was hübsch ist oder so gestaltet ist, wie bei der ersten Mod-API von mir. Dafür habe ich nicht mehr die Zeit gerade, um das umzusetzen, aber ich habe Bock und Lust, eine richtig gute Modding-API zu schreiben.
habe ich einfach Bock drauf und da bin ich gerade dran. Damit kann man auch Hololive dann modden, damit kann man vieles anderes auch modden. Natürlich hat man immer das Problem, wenn man über Mods für Hololive zum Beispiel spricht, hast du immer das Problem, wenn du einen Mod für Hololive machst und du machst jetzt zum Beispiel, was würde einem einfallen? Mehr Baublöcke zum Beispiel. Das kannst du nicht wirklich gut machen, wenn die Leute anfangen, das Online-Feature zu nutzen vom Spiel. Weil die Baublöcke hat ja nur derjenige, der den Mod installiert hat. So, ich bin bestimmt gewillt, so einen Mod zu machen, wo man neue Baublöcke bekommt und sowas. Hätte ich bestimmt Bock drauf. Oder dass ich dies ein bisschen umändere mit den Baublöcken, sodass das mir mehr gefällt, wie das ist. Aber ich muss halt dann auch schauen, dass ich in den Mod quasi einprogrammiere, dass das Uploaden dann nicht mehr funktioniert. Damit man nicht irgendwelche kaputten Sachen hochlädt auf deren Server. Das ist nicht so gut. Aber was ich auch gerne reinmodden würde, zum Beispiel neue Haustypen. Hätte ich auch richtig Bock drauf. Und an sich auch einfach neue Objekte reinbauen. Oh, eine Zander. Die hatten wir noch nie. Das ist ein neuer Fisch. Der Zander. Ja, da gibt der Zander aber mal Zunder hier. Ja, und wir werden jetzt einfach einen sehr schnelligen Stream und auch Aufnahme jetzt heute haben. Wie gesagt, da wird sich einiges ändern, aber ich hoffe, ihr seid da mit dabei auf der Reise, wenn sich hier was ändert. Ich hoffe auch, es wird euch gefallen, tatsächlich. Ich habe dabei an euch gedacht, an diesen Änderungen, bei diesen Änderungen, an die Leute auf Twitch und auf YouTube. An beide Gruppen habe ich gedacht. Und ich denke mal, das wird allen Parteien dann, glaube ich, besser gefallen. Ich hoffe es zumindest. So, langsam haben wir den Fischwettbewerb hier fertig. Ich weiß auch nicht, ob wir das schaffen werden jetzt hier. Ich gucke nochmal auf das Leaderboard. Ich bin jetzt auf Platz 4 runtergerutscht. Unfassbar. Es ist nicht so einfach, diese Ukuleis zu fangen. Ich fange die ganze Zeit andere Fische. Was soll ich denn machen? Spiel. Gut, ich habe bis 8 Uhr Zeit, aber das wird, glaube ich, nicht viel bringen. Naja, mal sehen. Ist schon 17.40 Uhr oder was, habe ich gerade gelesen. Also ist schon fast vorbei. Man hätte also wirklich von morgens bis abends nichts anderes tun sollen, als zu angeln. Das ist schon hart. Also ich hoffe, dass das Event nochmal überarbeitet wird, weil das ist schon, ich finde vom Spielspaß her nicht so krass. Aber stellt euch vor, ich mache das als YouTube-Video, als richtiges YouTube-Video dann in Zukunft hier. Dann würde ich das zusammenschneiden. Jeder Fisch, den ich gefangen habe, einfach einen Zusammenschnitt. Fertig. Da wisst ihr genau, was den ganzen Tag passiert ist, welche Fische ich gefangen habe. Und ihr hättet jetzt nicht 2 Stunden Video oder so zu gucken. Oder 1 Stunde. Für ein bisschen Angeln. Vielleicht bevorzugt der eine oder andere es natürlich auch in einer längeren Form, aber ich denke, so ein bisschen komprimiert ist schon okay. Und wie gesagt, auf Twitch gibt es dann andere Spiele als das hier. Planet Zoo zum Beispiel. Planet Zoo. Oder wonach ich auch immer wieder gefragt werde, wie ich schon sagte, von Sea of Thieves. So, Flussbarsch, natürlich. Ich glaube, ich brauche einfach Köder, aber die habe ich halt noch nicht. Kann ich halt jetzt noch nicht verändern, dass ich jetzt keine Köder habe. Und ich muss die Häuser, glaube ich, mal wegplatzieren vom Fluss. Damit ich hier überhaupt gut angeln kann, weil ich kann nie irgendwie einen Spot finden, wo ich die Angel gut auswerfen kann. Ist halt leider so. Es ist halt sehr schwer hier. Und das Problem ist jetzt auch wieder, es ist kein Fisch da. Jetzt müssen wir erstmal wieder weggehen und wieder hingehen und die Ladezeit und alles. Ja, die Ladezeiten sind definitiv deutlich länger geworden. Das kann man nicht anders sagen. Bam. Bam, 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 badam, bam, 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 dab, 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 dab. Kein einziger Fisch, okay. Nicht mal einer. Nichts. Die anderen haben auch alle keine Angelrouten mehr.
Und jetzt haben sie wieder Angelruten in der Hand. Na komm schon. Ich wollte auch eigentlich heute schon soweit sein, mal auf Twitch und YouTube lässt ich streamen, aber ich habe es halt nicht mehr hinbekommen wegen der Mod-API-Geschichte. Ich habe viel zu viel an der Mod-API gearbeitet, ich hatte jetzt nicht die Zeit, den Server einzurichten, aber ist es gar nicht so schwer. Ich muss eigentlich nur FFmpeg auf den Server installieren und den dazu bringen, dass der auf Twitch ein niedrigeres Signal hinschickt, weil ich muss darauf achten. Also ich habe gehört, dass man auf Twitch nur auf maximal 3000 streamen sollte, weil sonst Leute abschalten, weil es bei ihnen ruckelt. Ob das so wirklich so ist, dass... weiß ich halt nicht. Ich habe jetzt auf Twitch schon länger nur 3000 Kbit pro Sekunde als Streamqualität. Oder als Bandbreite quasi. Um es genau zu sagen. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht mache ich auch erstmal in der ersten Zeit beides 6 Mbit oder so. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe vieles und vor allem keine Ahnung. Das habe ich. Und genug geangelt habe ich auch nicht. Also, ich weiß auch nicht, was das Spiel noch möchte von mir, wie viel ich noch mehr angeln soll. Ich angel doch schon wie ein Wilder. Ich angel wie ein Wahnsinniger, aber es gibt auch nicht den Fisch, den ich brauche. Es gibt keine Ukuleis. Ich kriege die ganze Zeit Zanders und sowas, aber das ist nicht schlecht, aber... Es wird natürlich einiges an Geld geben, das ganze Angeln. Aber ob es sich am Ende gelohnt haben wird... Das bezweifle ich dann doch. Schon wieder Fußbarsch, siehst du. Ich kriege hier keine Okeleis. Ich krieg nicht mehr die Fische, die ich brauche. Ein bisschen blöd. Wenn ich ganz ehrlich bin. Und diese Ladezeiten sind schon ein bisschen nervig. Naja. Kein einziger Fisch wieder. Na gut. Bam, 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 bla, bam, bam, dam, 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 dam. Vor allem, stellt euch mal vor, jetzt, wenn ich zum Beispiel, finde ich auch sehr geil gerade einfach, wenn ich das nur aufnehme, dann kann ich so viel coole Möbel bauen einfach nebenher und euch das alles nur einfach zeigen. Und ich kann die Sachen dann trotzdem noch für euch hochladen, wenn es dann vielleicht einfach mal mehr Slots gibt, weil ich habe ja nur irgendwie 4 Slots für Sachen, die ich hochladen kann. Ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin. Ich finde immer so, zum Zugucken ist das ganze Bauen, glaube ich, nicht so cool. Okay. Deswegen produziere ich jetzt übrigens auch relativ viele Videos erstmal vor. Ich hoffe, ich kriege das hin, dass ich so für 2 Wochen vorproduziert kriege, damit ich auch mal die Zeit habe, dann eben, wie gesagt, schöne Videos jeden Tag hochzuladen. Kann auch sein, dass sie ein bisschen kürzer werden in Zukunft. Das weiß ich nicht. Kann ich alles nicht sagen. Kann auch aufs Spiel an, ne? Also so ein Zelda zum Beispiel, das wird weiterhin eine halbe Stunde pro Part sein und ich versuche immer noch, 2 Parts am Tag hochzuladen. Aber so muss man halt mal schauen, ob das funktioniert. Ich habe ja schon mal gesagt, dass das alles ein bisschen schwierig ist mit Zelda gerade. Mit den Sachen, die nur in 30 FPS laufen, die ich dann hochinterpoliere aus 60. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber Zelda wird auch bald wieder kommen. Also, wenn ihr das jetzt hier gerade seht, kommt heute sogar das Finale von Zelda, Wind Waker. Aber das war's dann erstmal wieder, weil Twilight habe ich noch nicht aufgenommen bisher. Das kommt aber demnächst. Quasi dann ganz ohne Stream. Einfach nur so. Aber auch komplett, ohne dass ich irgendwas skippe oder so. Außer es gibt jetzt irgendwas... Ach, da war ich ja schon bei Wind Waker so, dass ich zwischen den Aufnahmen manchmal... zum Beispiel bei Tingle das... Tingle, nicht Tingle, Terry. Beim Terry-Händler.
habe ich jetzt zum Beispiel die ganzen Einkäufe gemacht, damit wir die VIP-Kunde werden. Super VIP-Kunde dann. Das ist jetzt nicht so spannend, ne? So, jetzt kriegen wir vielleicht noch eine Ukulei, das war's dann aber. Mehr ist nicht mehr heute, aber der Fisch entscheidet sich gerade in das Land zu fliegen, fließen, zu flosseln, zu schwimmen. Das ist das richtige Wort. So. Das ist eine Hase. Ja, der Wettbewerb ist vorbei. 20 Minuten noch, das schaffen wir nichts mehr. Und wir haben verloren. Wir sind auf Platz 4 oder 5 oder 6 oder so, keine Ahnung. Ich habe durchgehend geangelt, aber es reicht nicht. Ich glaube, wir brauchen einfach Köder oder so, sonst wird das nichts. Ja, das ist schon ziemlich unfair. Ich bin auf dem letzten Platz. Aber das stimmt gar nicht. Eine Goldtrophäe gibt es ab 13. Ich hätte also noch einen mehr fangen müssen. Dann hätte ich eine Goldtrophäe bekommen. Ist das dann, kriege ich das per Post oder was? Weil jetzt ist ja vorbei. Oder nicht? Ja, komm, ist jetzt gleich vorbei. Schade. Eine Ukulei wär genug gewesen. Sieh an, was für ein Glück. Ich habe gerade nach dir gesucht. Was würdest du zu einer lustigen kleinen Angelherausforderung sagen? Ja. Okay, das ist die richtige Einstellung. Schau dir erst die Regeln an, alles klar, verstanden, tolles Zeug. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Ach, der macht die jetzt doch nochmal, weil ich hatte die ja letztens verpasst. Also verpasst ist nicht das richtige Wort. Ich habe sie gemacht, aber er hat sie nicht angenommen. Na gut, dann machen wir das jetzt eben auch noch. Jetzt haben wir eh schon so viel geangelt. Jetzt können wir auch das noch eben machen. Vielleicht kommen jetzt auch neue Fische hier, weil es ist ja Nacht. Oh, das könnte ein neuer Fisch sein, der ist viel, viel schneller im Rot. Ah, eine Scholle hatten wir schon. Egal. Wird schon. Ach ja. Das ist nicht so gut. Ich glaube, so ist besser. Na komm, dreh dich um. Natürlich nicht. Natürlich interessiert er sich nicht für meine Angel. No fucks given. Oh mein Gott. Aber wirklich mal no fucks given. Aber so richtig. Und hier ist das kein Fisch mehr. Der einzige Fisch, der da ist, der interessiert sich nicht für meine Angel. Na komm schon. Könnte sich jetzt mal endlich drehen. Oh ne, der ist. Ich wollte gerade sagen, der ist kaputt, aber nein, ist er nicht. Ah, ist er nicht. So. Ja, aber ohne den Köder, glaube ich, wird das mit dem Angeln in Zukunft nichts werden. Wir brauchen diesen Köder und dafür müssen wir diese Herausforderung machen, habe ich gelesen. Kabeljau. Na, ist ja egal, welche Fische wir angeln. Was ist denn mit dem los? Der ist so glücklich. Okay. Und der letzte Fisch. Der Part ist ein bisschen länger. Wir werden das noch mit den Fischen hier machen, mit den Angeln, mit den fünf Fischen und mit der Herausforderung hier. Wird halt nur lustig, wenn das nächste Mal irgendwann eine Herausforderung kommt in 5 Minuten und ich soll 5 bestimmte Fische. Das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Also, dass ich das schaffen werde. Schauen wir mal.
So, aber was ich auch sagen muss, dadurch, dass ich jetzt weiß, dass es nur ein Entwickler ist, der das hier alles macht, also eine einzige Person, glaube ich nicht, dass es hier ein Museum geben wird. Na dann, einen schönen Tag noch. Was denn? Oh, hast du etwas Neues gefangen? Meine Güte, lass mal nachsehen, da kann ich ein paar Prachtstücke sehen hier. Wieso kann ich das nicht abgeben? Hast du eine Kräfte an denen? Ja, das weiß ich an. Wieso kann ich das jetzt nicht abgeben? Ich hätte gestern einmal rote Blumenpflanze besorgen sollen, aber ich habe es total vergessen. Könntest du mir damit helfen? Großartig, danke. Ich könnte reich und berühmt sein, wenn ich mich nur darauf konzentrieren würde. Was hast du auf dem Herzen? Okay. Aber warte mal, hier Köder. Der hat doch was über Köder zu erzählen gehabt. Stimmt, Köder, ja. Nun ja, verschiedene Fische mögen verschiedene Dinge zum Knabbern. Du kannst Köder machen und eine Angelrute in deinem Rucksack anbringen. Mit dem Köder am Ende deiner Leine bestimmst du, welche Art von Fisch darauf reagiert. Experimentiere mit verschiedenen Ködern, um zu sehen, welcher Fisch einfacher zu fangen ist. Die richtige Kombination zu finden, ist Teil des Spaßes, würde ich sagen. Manche Leute halten mich für ungesellig, aber ich habe eigentlich gar nichts gegen sie. Ich finde es nur sehr ermüdend, mit ihnen zu interagieren. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das hinbekomme. Ich habe doch 5 von 5. Ich weiß nicht so recht, was ich jetzt tun muss. Ich muss jetzt einfach die Zeit abwarten und dann ist es wieder verloren oder was? Ich habe keine Ahnung. Oder muss ich danach mit ihm sprechen, nachdem die Zeit abgelaufen ist? Ich weiß es nicht. Tja, das probieren wir jetzt noch eben aus und dann ist der Part vorbei. Potato, du hältst dich gut, wie ich sehe. Ich habe es geschafft. Na, sieh sich das einer an. Du hast meine kleine Herausforderung geschafft. Sagenhaft. Hier ist eine besondere Belohnung für deine Mühen. Hä? Was für eine Belohnung denn? Ist meine Tasche voll gewesen. Oh, jetzt habe ich keine Belohnung bekommen. Oh mein Gott. Spiel. Heute geht auch alles schief. Na, liebe Freunde, sollte euch der Part gefallen haben, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Ciao.